Nach einer dreijährigen Pause lud Bürgermeister Josef Ober wieder zum Neujahrsempfang in das Feldbacher Zentrum ein. Vertreter der Politik und Wirtschaft, der Kultur und der Einsatzorganisationen sowie die Bevölkerung füllten den Saal bis auf den letzten Platz. Es ist erstens ein gesellschaftlicher Treffpunkt, zweitens zieht die Gemeinde Bilanz über ihre eigenen Leistungen oder was insgesamt in der Bezirksstadt passiert. Heuer war der Schwerpunkt zum Gemeindemanagement in herausfordernden Zeiten. In dem Zeitraum, was wir heute berichtet haben, haben wir eine Pandemie bewältigt, haben wir ein Jahrhunderthochwasser in der Stadt bewältigt. Wir haben einen Hackerangriff bewältigen müssen, zu guter Letzt noch sozusagen der Krieg in der Ukraine, aber vor allem auch Energiekrise, Wirtschaftskrise, enormer wirtschaftlicher Aufschwung. Und wir wollten heute aufzeigen, dass wir trotzdem gewachsen sind, trotzdem das alles bewältigt haben, resilienter geworden sind. Und ich habe versucht, auch in meinem Ausblick Optimismus zu versprühen, weil er diese neue Regionalisierung, die nach dieser Globalisierung passiert, uns als Region, auch als Kleinstadt, die alles hat, das Gute in Zukunft zu sehen. Nach einigen Ehrungen präsentierte Stadtamtsdirektor Michael Mesner einen Rückblick über die vergangenen drei Jahre. Er legte sich dabei auf vier Eckpfeiler fest: Stadtentwicklung, Stadtgeschichte, kulturelle Aktivitäten und moderne Verwaltung. Das, was der Bürger wahrnimmt, sind natürlich Bauprojekte. Da kann ich darauf hinweisen, dass im Gemeindebereich sich ein Aushängeschild war, der Bau, Neubau, städtischer Bau auf ein städtisches Wasserwerk. 56 Mitarbeiter finden dort jetzt optimale Bedingungen vor, um ihre Arbeit für die Bevölkerung dort durchführen zu können. Für die Bevölkerung, das ist das Stichwort, das ist das, was man merkt. Das, was man nicht merkt, das ist zum Beispiel ein Projekt, das auch in dieser Zeit stattgefunden hat, oder Digitalisierung oder Pläne oder Archivierung von Dingen, alles das, was sozusagen nach außen nicht wahrgenommen wird, dafür ist auch ausreichend sozusagen jetzt Zeit gewesen. Wir mussten ganz generell unter anderen Umständen arbeiten, unter anderen Gesichtspunkten, aber ich denke, dass das sehr gut gelungen ist. Anschließend ließ der Bürgermeister die Pandemiejahre kurz Revue passieren. In weiterer Folge präsentierte er die verschiedenen Abteilungen und Einrichtungen sowie die politische Situation in Feldbach. Er bedankte sich ausdrücklich bei allen Verantwortungsträgern, den Mitarbeitern und der Bevölkerung. Bürgermeister Ober erwähnte auch den blühenden Wirtschaftsstandort und den aufstrebenden Schulstandort Feldbach. Ich glaube, der Neujahrsempfang am heutigen Tage nach zwei Jahren Pause ist eine sehr, sehr gute Gelegenheit, dass wir uns auch Revue passieren lassen, was ist wirtschaftlich in den letzten Jahren in Feldbach passiert. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr positiv zurückblicken. Viele Initiativen, Tätigkeiten, Projekte, die von Feldbachs Unternehmer und Unternehmerinnen umgesetzt wurden, sind doch, glaube ich, sehr, sehr positives Zeichen für eine gute Entwicklung in Feldbach. Es ist die Bildungsstadt wirklich, wir beginnen bei der Elementarpädagogik, da ist viel geschehen, auch hier wurde renoviert. Wir haben großartige Volksschulen hier und natürlich auch die Mittelschulen sind sehenswert und herzeigenswert. Gerade mit dem sportlichen Schwerpunkt, und wir sind besonders stolz auch auf unser Bundesschulzentrum, das unsere jungen Menschen bestmöglich bildet und begleitet und sozusagen auch großartige Akzente setzt. Zum Schluss ging Josef Ober noch auf die Region Steirisches Vulkanland und die Vision Zukunftsfähigkeit 2040 ein. Darin ermutigte er alle Anwesenden, hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft zu gehen. Ich wünsche mir, was ich heute auch aufgezeigt habe, dass wir in der Region Steirisches Vulkanland die Kräfte maximal gebündelt haben, dass diese Kooperationskultur, diese Zusammenarbeit bleibt, dass wir das, was wir uns als Stadt vorgenommen haben, mit dem neuen Rathaus, die Verwaltung in einem Haus zu etablieren, ist ein Meilenstein, und dass wir ein Stück Bescheidenheit entwickeln und Dankbarkeit, dass wir immer noch an einem besonderen Fleck Erde leben dürfen und selbstbestimmt gestalten können. Das wünsche ich mir. Mit der steirischen Landeshymne, gespielt von einer Abordnung der Musikschule Feldbach, ging der Neujahrsempfang im Feldbacher Zentrum zu Ende.